Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. So, wir waren auf dem Weg, beziehungsweise wir waren gerade im Haus und da haben wir Agas getroffen, der ja auch wichtig für unseren Hauptquest ist, habe ich nochmal gerade nachgelesen. Und trotzdem wollten wir jetzt erstmal uns um das und den Drehbriefen kümmern. Sind das die Antilopen? Kann das sein? Oh. Okay, dann habe ich euch beiden nämlich schon mal. Alles klar, das sind die Antilopen. Tut mir leid, liebe Antilopen, aber kannst du dich darum mal bitte kümmern? Ich sollte nämlich wie viele? Drei Stück sammeln? Antilopen-Trophäen, 3 von 4, okay. Pass auf, dann sind wir ja voll richtig hier. Wenn ich noch mehr von den Viechern sehe, dann geht's los. Ja, ich sehe schon. Komm, sind hier noch mehr? Spinnenweben, nicht schön. Was war das? Hört auf, mich zu erschrecken. Und jetzt liegen die hier und das tut mir voll leid. Hä? Ih! Ich habe ein Problem. Okay, Mist. Wo ist die nächste? Ihr verfluchten Scheiß-Spinnen. Weil ich durch deren Spinnenweben gelaufen bin, ne? Ich bin jetzt hier in dieser komischen, ekligen Spinnengegend. So eine Scheiße. Ich hasse Spinnen, das wisst ihr doch. Da ist eine Antilope noch. Unsere vierte. Oh, kannst du dich mal entscheiden hier darauf? Geht doch. So. Damit habe ich sie alle. Mehr will ich auch gar nicht töten. Das finde ich irgendwie eklig, wenn die hier so liegen. Aber auch da gibt es noch jemanden, den wir ansprechen müssten. Wen denn? Weil wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, dann mache ich das eigentlich am besten, glaube ich, auch gleich. Gehen wir mal einmal kurz über den Fluss. Machen. Das ist, darf hier nicht an die Spinnenweben, glaube ich, kommen. Dann kommen die hier auf mich zugelaufen. Das ist ja schon eklig. Wer ist denn hier? Hallo? Da stehst du. Pass auf. Nee. Untersuche sterbliche Überreste eines Seidenernters. Dies scheinen die Gebeine eines Seidenernters zu sein, der von Spinnen getötet wurde. Ich sollte versuchen, ihn irgendwo in der Nähe des Dorfes Canorock angemessen beizusetzen. Okay, um diese Quest zu verfolgen. Letzte Ruhestätte. Erhalten sterbliche Überreste. Okay. Aber das machen wir, wie gesagt, im Moment noch nicht. Im Moment muss ich erstmal noch mich um das andere kümmern, sonst komme ich hier ganz durcheinander. Aber wir sind hier auf jeden Fall schon mal in einer neuen Gegend. Das ist sehr interessant und auch ein bisschen gruselig. Aber gruselig mag ich ja auch. Ich laufe mal hier jetzt erstmal weiter. Ich will eigentlich seinen Kram mal haben. Oh Gott. Wer ist denn das hier? Oh, die haben mich noch nicht entdeckt. Dann laufe ich mal so ganz unbemerkt an euch vorbei. Hilfe. Shit. Okay. Noch nichts passiert. Ach, gruselige Dinger, voll die Dämonen, die da auf einmal rumlaufen. Was ist das hier? Neuer Ort entdeckt. Balladenbibliothek. Sollen wir hier nicht sogar rein? Es verschlossen, kann nur mit dem richtigen Schlüssel geöffnet werden. Okay. Okay. Keine Reagenzien gefunden. Oh, ich habe Angst vor denen. Hallo? Sind die sehr stark? Komme ich mit denen klar? Der kommt ja noch nicht auf mich zugelaufen. Greift ihr euch jetzt gegenseitig an, oder? Okay, ihr seid ein bisschen stark.
Aber wahrscheinlich geben sie dafür auch ganz gute Erfahrungspunkte. Diese komischen, wie heißen die? Muss ich nochmal gleich gucken, wie die heißen. Hallo. Hier gibt's noch jemanden, mit dem ich reden kann. Declan Malus. Hallo, Teuerste. Schön, dass sonst noch jemand in diesem Wald zugange ist. Die Bergtrolle sind seit kurzem völlig außer Kontrolle. Mein kriegsgeweihter Bruder Juri wurde von ihnen getötet, als wir versucht haben, der Bedrohung Herr zu werden. Armer Kerl. Einer der Trolle treibt sich noch immer in unserem Lager herum, sodass ich nicht einmal Juris Habseligkeiten holen kann. Okay, was geht hier vor? Wir waren dabei, für die Schildringfeste den Auftrag zu erfüllen, die Trolle in Haxi auszuschalten, als die Lage unserer Kontrolle entglitt. Wir dachten, wir würden gewöhnliche Felstrolle bekämpfen. Aber dann stellte sich heraus, dass hier überall Bergtrolle sind. Alles ging völlig den Bach runter. Hoffentlich könnt ihr uns helfen. Ja, vielleicht kann ich helfen, aber wer seid ihr überhaupt? Ich bin Declan Malus, Schildverpflichteter des Ordens der Kriegsgewalten. Yorides war mein Schwertbruder. Wir sollten hier in Haxi einen Auftrag erfüllen, aber bei den Göttern uns war nicht klar, worauf wir stoßen würden. Der Wald liegt in Trümmern. Die Trolle haben etwas Übles vor und wir können sie allein nicht aufhalten. Okay, Trolle klingt aber irgendwie spannend. Tötet einige der verdammten Trolle. Der Auftrag lautet, den Wald von ihnen zu säubern. Wir wussten natürlich nicht, dass die Heimsuchung schon so weit fortgeschritten ist. Sie haben uns überrascht. Juri hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und ich kann von Glück reden, wenn ich jemals wieder eine Klinge führen kann. Weidet die Mistkerle aus, Teuerste. Beendet, was wir begonnen haben. Und ich gebe euch die Überreste von Juris Schwert als Belohnung. Okay, wie viele Trolle soll ich denn töten? Alle. Ich glaube, an der Oberfläche wandern 5 umher, einschließlich des einen in unserem Lager. Der Auftrag lautet, den Wald zu säubern. Wenn ihr das schafft, kann ich ehrenvoll nach Hause zurückkehren. Na dann, okay. Möchtest du noch was über die Bergtrolle sagen? Üble Grobiane, unfassbar stark. Doppelt so stark wie normale Felstrolle. Und jetzt sind sie nach Haxi gekommen. Wenn ihr auf welche trefft, geht in den Nahkampf. Der Bauch ist ihre Schwachstelle. Wenn ihr dort 1 oder 2 Klingen versenkt, stehen sie nicht mehr lange. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Lebt wohl. Ach, und noch ein Quest. Aber wir wollen das jetzt nicht aktualisieren. Mein Gott, eine Sache nach der anderen. Ich glaube aber irgendwie, dass das hier nicht der gute Weg ist, den ich genommen habe. Irgendwie weiß ich nicht. Da kann ich nicht lang. Ich weiß nicht, wie ich am besten laufen soll. Du hast Feinklinge halten. Feinklinge sind Schurkenwaffen, die für schnelle Angriffe gegen dich zusammenstehende Gegner eingesetzt werden. Schau ich mir gleich an. Erstmal laufe ich zurück, dann kümmere ich mich auf dem Rückweg direkt um die Heinis hier. Und ja. Oder auch nicht. Vielleicht kann ich auch direkt vorbeilaufen. Na, dann laufe ich vorbei. Die mir eh nicht hinterherkommen, die lahmen Typen. Wie mache ich das denn am besten? Ich weiß auch nicht. Nee, nicht in die Spinnenweben, bitte. Hier vielleicht mal rein? Nee. Wie mache ich das hier am besten? Hier gab's doch irgendwie eine Karte. So, und wo soll ich jetzt hin? Wird mir das hier mal angezeigt, wo ich hin will? Ist das das gelbe Ausrufezeichen oder ist das wieder was ganz anderes? Kann jetzt hier auch irgendwie zoomen. Und aber irgendwie bin ich hier auch völlig... Da soll ich hin. Okay, dann bin ich ganz falsch. Dann muss ich ja jetzt weiter hier entlang laufen. Hier muss ich lang laufen. Na, lauf mal. Dann bin ich ja doch richtig, oder was? Oder verstehe ich das falsch? Muss ich hier so einen Bogen machen? Ich hoffe, das ist richtig. Zeig mir mal eine... Nee. Ach, lauf mal einfach. Machen wir hier einen Bogen. Ich hoffe, das... Ach, nö. So. Die habe ich platt gemacht.
die blöden Viecher mit verschiedenen Attacken, auch wenn man das nicht immer so gut jetzt gesehen hat. Und hier ist noch eine Truhe. Mittel. Ach, egal. Keine Zeit. Ich muss hier weiterlaufen. Hier ist unsere Karte. Okay, da soll ich hin. Ja, dann mache ich jetzt mal hier voll den Bogen. Und hoffe, dass ich richtig laufe, wie gesagt. Das ist irgendwie etwas kompliziert hier gerade. Ich würde natürlich am liebsten mit Schnellreise da mal eben hin. Aber... Doch, dann bin ich ja wieder auf dem Weg zurück, ne? Genau. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. So. Wow, okay. Ich hab Schiss. Na, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ich nimm bitte was, nimm bitte was, nimm bitte, 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 Konsumgut. Wieso gibt's nur einen einfachen? Ich will einen großen Trank. Einfacher Trank der Lebensgeneration. Halleluja. Okay, die Trolle von Haxiang. Bergtrolle getötet. Eins von... Oh mein Gott. Das war ja jetzt heavy hier. Also, jetzt geht's schon langsam ins Eingemachte. Das ist nicht mehr der Anfängerkurs. Es wird langsam etwas schwieriger. Muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren. Deswegen habe ich auch nichts mehr gesagt. So, über die Brücke laufe ich jetzt mal. In der Hoffnung, dass wir hier endlich mal unseren Quest lösen können. Aber nebenbei werden wir wahrscheinlich ein paar Trolle erlegen müssen, so wie es aussieht. Uff. Okay. Kommen wir jetzt hier auch irgendwie in eine andere Gegend? Ich speichere mal hier zwischendurch. Ah, vor kann ich ja mal ins Inventar schauen. Unter Waffen, Primäre. Gibt es hier einen besseren Bogen als den, den ich jetzt benutze? Der ist eigentlich besser, aber ich will ja meine Dolche als Nahkampfwaffe behalten. Und ich hoffe, sie nimmt dann immer... Boah, dann packe ich den doch einfach mal weg. Dann nimmt sie automatisch immer den besseren. Was haben wir hier? Eisenfeinklingen. Geschwindigkeit schnell. 16. Und die sind 15. Aber die sind trotzdem gut, die wir haben. So ist nicht. Und dann unser Eisenlangschwert. Okay. Alles klar. Accessoires. Können wir die auch nochmal anlegen? Dann haben wir hier ein bisschen eine Blutungsresistenz. Und bei Gegenstände weiß ich nicht, was wir jetzt haben. Da haben wir die Dolche halt. Für unseren Quest, den wir halt gerade machen. Und, ansonsten ist es, genau, und dann wollte ich speichern, genau, für den Fall der Fälle. Wow, okay, aber es ist spannend, finde ich gerade mit den Trollen auch und so. So ein bisschen Anforderung, aber scheiße, scheiße. Mhm. Weg. Oh, ich bin gerade ausgewichen.
Oh, und wieder einer erledigt. Was haben wir hier? Irgend so einen Schatzsack und den ollen Troll. Du bist erlegt, du. Mida, Blödi. Du stehst jetzt voll im Weg hier, aber anscheinend ist das egal. Oh, heftig. Okay. Leute, ihr nervt mich da hinten, echt. Nein! Oh, da kommt ja ein Troll, den habe ich gar nicht gemerkt. Nebenbei haben wir hier einen Stufenaufstieg, aber das kann ich gerade nicht machen. So, der ist schon mal weg. Ah, ich bin doch weggerollt. Mach die mal fertig hier. Und dann machst du den auch noch mal platt. Ah, voll reingerasselt. So, jetzt geht's ihr wieder ein bisschen schlecht. Ich muss schnell mal was nehmen bei Konsumgut hier. Weg ist er. Immer so viel zu tun hier gerade mit den Trollen, aber mein Gott, so langsam kriege ich es hin. Na, willst du das nicht mal? Hast du das schon gesammelt? Ich glaube schon. Hier noch ein paar Sachen einzusammeln. Ich kann das gerade immer nicht so erkennen, ob ich alles habe oder nicht. Sieht aber ganz gut aus. Doch, hier ist noch was. Schatzsack. Okay, und oh, Stufenaufstieg. Jetzt können wir uns auch darum kümmern hier. Was wollte ich? Ich wollte zuletzt irgendwas mit Zauber eigentlich auf werten, aber ich weiß nicht, was das hier ist. Verringert die Schwierigkeit beim Bann, magischer Schutzzauber, Alchemie, Schlösserkunden, Handeln, Überzeugung, Gemmel, Verstohlenheit. Dann mache ich diesmal mal dieses Bannen und werte das mal auf. Bestätigen. So, und jetzt haben wir hier verschiedene, genau, Zauberkraft. Bin ich jetzt hier bei Zauberkraft? Ja. Stufe 0 Waffenangriff schaltet aufgeladene Spezialwaffe für den Stab und die Chakrams frei. Du hast gelernt, unglaubliche Mengen von Energie durch deinen Stab zu kanalisieren, aber im Moment machen wir das ja gar nicht. Machen wir mal. Aber was ist alles für ein Stab? Und ich will das ja eigentlich gar nicht. Sturmbolzen. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt bei. Warte mal. Bin ich irgendwie durcheinander? Wir haben hier. Verschiedenes, das habe ich jetzt. Bin ich jetzt bei Zauberkraft oder bin ich bei Raffinesse? Ich glaube, ich bin jetzt bei Zauberkraft. Und was haben wir hier? Tippe die Taste an, um deine Ziele mit einem magischen Mal zu kennzeichnen. Halte die Taste gedrückt, um sämtliche gekennzeichneten Gegner in einer flammenden Explosion zu verzehren. Ist auch cool. Solange sie aktiv ist, erschafft die Sphäre des Schutzes eine magische Barriere, die ein Gewissen. Das ist auch gut, so ein bisschen passiv mal. Du hast unzählige arkane Geheimnisse ergründet und benötigst. Nun deutlich weniger Mana um deine Fähigkeiten. Erforderliche 5 Punkte in Zauberkraft fähig. Okay. Davon kann ich ja auch gerade anscheinend gar nichts nehmen. Wann kann ich denn hiervon was nehmen?
Sind das so die ersten Sachen für Zauber oder was? Weil das eher so auf Stab und blablups ist. Ich bin irgendwie verwirrt. Forderliche 5 Punkte in Zauberkraftfähigkeit. Ja, aber wo kann ich denn diese Punkte eigentlich mal einsetzen? Oder bin ich dann falsch hier? Muss ich das. Schmiedekunst, Alchemie, Schmiedekunst, Sinnesschärfe, Bannen. Schlösserkunde, Handeln, Überzeugung, Gemmenschleifen, Verstohlenheit. Nee, dann ist doch Bannen ganz gut eigentlich. Aber ich kämpfe, wie gesagt, ja gar nicht mit dem Stab. Das irritiert mich deswegen. Macht, Raffinesse. Hier wäre zum Beispiel auch jetzt was. Aktivstelle in Frostfalle. Ich finde das ja ganz cool eigentlich hier. Diese Fallen reinmachen. Und Gift ist auch irgendwie, es hat was. Tja, ich check's nur nicht mit der Zauberkraft gerade. Muss ich das jetzt nehmen? Für Stab und Chakrams? Ich will das nicht. Aber ich brauche Zauberkraftkram, damit ich zum Beispiel halt die gewisse Rüstung auch anziehen kann. Schnappe dir einen Gegner und zieh ihn zu dir zurück. Das finde ich gut. Das nehme ich. Und dann haben wir hier noch das mit dem Schild. Das will ich nicht. Dann nehme ich hier noch einen für so eine Falle. Entweder nehmen wir jetzt was mit Gift. Vorsichtig auf einen Klingenwaffen und Pfeilspitzen. Oder hier so eine Explosion mit Frostfalle, mit Einfrieren und so. Ich bin jetzt gerade irgendwie. Nehmen wir das mal. Vergiften wir die einfach mal. Und dann nehme ich den letzten Punkt halt für irgendwas mit Zauberkraft. Obwohl ich, wie gesagt, ja, nicht weiß, was ich jetzt nehmen soll, weil ich damit eigentlich gar nicht kämpfe. So, bestätigen. Oder muss ich dann hier was mit Zauber nehmen? Statt Schurke vielleicht irgendwas anderes hier? Kann das sein? Dass damit das mit. Zauberkraft 2, 0. Vielleicht muss man hier verschiedene Sachen auch nehmen. Hier ist der Sucher. Das ist ein Alleskönner, der sämtliche Formen des Kampfes beherrscht, ob nah und fern. Magischer Kampf. Du hast so gut wie immer deine passende Antwort parat. Außerdem kannst du sämtliche Gegenstände für Magier, Krieger und Schurken verwenden. Das ist natürlich auch gut. Im Moment bin ich ja eher so der Schurke. Ach, wie. So. Ich mach das einfach mal. Und. Fertig aus die Maus. Und lauf endlich mal weiter hier. Vielleicht werden wir eines Tages mal. Oh. Sundurhöhlen. Hallo. Sieht übel aus. Und ich gehe hier gleich drauf, wenn ich mich nicht mal hier kümmere um mich. Action, Action, Action hier. Voll so am Ende des Parts nochmal voll drauf hier. Aber nichts zum Einsammeln, aber immer her mit den Erfahrungspunkten. So, alles knapp. Und dann fängt auch wieder die melodische Musik hier an. Alles wieder gut, alles wieder fein. Oh, heftig. So, aber macht Spaß, die Leute hier, die Viecher platt zu machen. Was ist jetzt hier? Hier ist irgendwas. Hier. Aufschließen der Truhe. Das müssen wir doch mal jetzt machen. Das ist ja anscheinend auch leicht, angeblich. Dann mach mal.
Nee, der Dietrich geht kaputt. Oh, das war so klar. Mach doch mal. Perfekt. So, wir haben ein paar schöne Sachen bekommen und können mit ihm hier nicht schnacken. Wir können ihn angreifen. Der Schattenarsch. Delph und Ugnar werden sterben. Zwei Leben für eines. Das ist der Blutritus und endlich werde ich mich davon befreien. Gebt mir Delphs Dolch, dann erweist Ynadon euch möglicherweise Gnade. Nein, euer Feind ist Edward der Rote. Stimmt, aber ich kenne ihn. Und er wird er blutet voll. Bis einer von uns den Blutritus erfüllt hat. Zwei müssen sterben, damit einer leben kann. Und das werde ich sein. Typ, falls du es nicht bemerkst, du verblutest gerade, kämpfen wir darum. Ich bezahle hier, kämpfen wir darum. Ausgezeichnet. Ynadons Gerechtigkeit wird Genüge getan. Komm her. Tja, mein Lieber, das war's. So, Schatten der Vergangenen, die Dolche abliefern. Na, endlich haben wir sie alle. Das war jetzt aber auch echt ein weiter schwieriger Weg. Was ist mit der Truhe? Die hatte ich geöffnet, oder? Ja, die sieht offen aus, alles klar. So, und jetzt kann ich hier wieder weggehen. Aber wo auch immer hin. Und die Trolle müssen wir auch noch machen. Und, oh Gott, es ist ja auch schon wieder so spät mit dem Part. Unglaublich, wie schnell die Zeit immer vorbeigeht, wenn man solche Spiele spielt. Aber macht auch ganz schön viel Spaß. Pass. So, ihr komischen kleinen Viecherchens. Immer müsst ihr mir in die Quere kommen. Dabei seid ihr doch einfach zu schwach. Nur wenn das so viele werden, dann ist das auch schon wieder Weichkrabbelpulver. Ist auch schön. Und eine wieder mit Mittel. Okay, ich hoffe, ich krieg's hin, weil meine Dietriche gehen mir langsam kaputt. Genau. Mach schon. Die gehen mir kaputt. Ein Versuch noch und sonst lass ich's bleiben. Nee, die gehen mir kaputt. Das ist ja auch Mittel und das ist jetzt nicht mehr einfach. Aber, huch. Lauf mal. Wenn wir irgendwann mal mehr Dietrich hier haben, dann kann ich es ja wieder probieren. Und ansonsten sind wir jetzt schon so weit. Und ich laufe zurück. Bis zum nächsten Mal bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann.